Und der rote Tretensteinring sagt bloß: Ja, echt jetzt? Ich habe den blauen gar nicht. Dieser seltene Tretenstein kann den drohenden Tod spüren. Der rote Tretenstein aus Karim verstärkt bei Gefahr die Angriffe seines Trägers. Gott, ist das jetzt aber peinlich. Oh, und einer der Drachen hat was gedroppt. Ich habe tatsächlich den blauen Tretensteinring nicht. Das muss ich jetzt noch nachholen, sonst werde ich mir das ewig vorhalten, dass ich euch den, dass ich den Ring vergessen habe. Dieser Ring liegt nämlich direkt nach dem ersten schwarzen Ritter. Ah, wie komme ich da jetzt am geschicktesten hin? Am besten einfach zum Feuerbandschrein teleportieren, vom Feuerbandschrein. Dann einfach. Ja, darunter. Obwohl, ich komme einfacher hin. Dann muss ich einfach nur hier durch den Turm von Havel. Dann bin ich nämlich schon gleich da. Das ist eine gute Idee. Das ist echt eine gute Idee. So muss ich mir nicht den ganzen Weg durch die Stadt der Untoten kämpfen. Sondern einfach hier hoch, dann kurz runter. Ja, und dann? Ja, gute Frage. Naja, dann kann ich den Weg schnell zurückrennen. So, hier müssen wir hoch. Müssen wir weiter hoch. Genau. Ihr seid mittlerweile keine Gefahr mehr. Also absolut keine Gefahr mehr. Ich habe den gerade durch sein Schild one-hitted. Und euch beide auch. Ah ja. Gott, ich den Ring. Da liegt er. Da seht ihr es. Blauer Tretensteinring. Ja, das ist nämlich genau das Gegenstück zum roten. Der macht Angriff für, der verstärkt die Verteidigung. Dieser blaue Tretenstein aus Katharina. Okay, der ist aus Katharina. Verstärkt bei Gefahr die Verteidigung seines Trägers. Hell yeah. Gut. Heimkehrknochen haben wir genug. Ich könnte jetzt einfach einen Heimkehrknochen benutzen, aber nö. So, weg mit euch beiden. Weg mit dem Feuerbombenwerfer. Eure Seelen sind nichts wert. So. So, weg mit euch. Ja, einmal kurz durchhauen ist besser als durchrennen. Wenn ich die hier ignorieren kann. Hallo. So, jetzt kann ich am Leuchtfeuer rasten. Und zum Feuerbahnschrein teleportieren. Gut. Von hier aus gehe ich zu Fremd. Und Fremd schläft. Ja, um Fremd zu wecken, müssen wir mal hauen. No, no, I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Ja, wir sollen ihn nicht wie eine alte vertrocknete Schlange behandeln. Da soll er nicht so viel rumschlafen. I am pleased to see you well. Is it something urgent?
Ja, ich würde mich gern teleportieren. Very well. Then stay still for a moment. Ja, teleportiert ist sowas von falsch. Aber vor allem sieht ulkig aus, mit wenn seine komischen Barthaare so runterhängen. Ja, hast du noch was zu sagen? Nein, gut. So, das heißt, wir haben nur noch eine Aufgabe. Hallo, Lord Wessel. Erst einmal Waffe verstärken, können wir das? Langbogen, ja. Bodenlose Kiste. So. Ah ja, Banditen-Set. So. Dumm, 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 dumm. Ein Spinnenschild noch weg. Und das war's dann. Und jetzt wollen wir Herrschergefäß Seelen darbieten. Und der Weg öffnet sich. So, was hat Web dazu zu sagen? Ah. Oh. The Lord Vessel is satiated. Magnificent. You are the righteous successor of Wind. The new great lord. And I am King Seeker no more. Your acquaintance was an honor. I must admit, I am fond of you humans. May you enjoy serendipity, and may the age of fire perpetuate. Ja, möge die Zeit des Feuers niemals vergehen. I am pleased, is it something? Hat er noch was zu sagen? Nein, er sagt immer noch dasselbe. Farewell, chosen undead. Gut, das heißt, für uns geht es jetzt durch das Tor. Und dort sehen wir auch gleich Gestalten wandern. Nämlich auf dieser Treppe kommen die Geister der schwarzen Ritter. Aus dem Nichts. Wir sind in einem Raum voll gehüllt in Licht auf einer Treppe. Und die Geister der schwarzen Ritter empfangen uns. Beziehungsweise sie laufen einfach von links nach rechts. Darf ich vorstellen, der Ofen der ersten Flamme. Der Ort, an dem das Licht geboren wurde. Hier hat alles seinen Anfang genommen, hier nimmt alles sein Ende. Und es stehen uns schwarze Ritter im Wege. Ah, komm her. Ja, die stärksten Gegner im Spiel kommen jetzt als ganz normale Gegner, in Anführungszeichen. Denn hier respawnen sie und jeder von ihnen droppt eine bestimmte Art von Brocken. Also die gerade eben mit Schwert und Schild, also mit einem normalen Schwert und einem Schild, droppen graue Brocken. Die Jungs hier dürften rote Brocken droppen. So, genau, taumel ein bisschen. Ich renne um dich rum und töte dich. So. Oder was, blauer Brocken? Roter Blocken. Brocken. Und wir haben einen Schwarzritterschild dazu bekommen. Das hier ist nämlich der perfekte Ort, um Schwarzritterwaffen zu farmen, wenn man sie denn unbedingt möchte.
Und ja, hier sieht alles verbrannt aus und so. Übrigens sind wir jetzt wahrscheinlich in der Mitte der eigentlichen Mauer. Weil wenn wir uns umsehen, sehen wir hier überall die Mauer. Also ist Anor Londo wahrscheinlich... Obwohl, wir sind hier wahrscheinlich am tiefsten Punkt. Ich kann nicht genau sagen, wo wir uns jetzt befinden in Lordwyn. Auf jeden Fall innerhalb noch der Mauern. Und beim Ofen der ersten Flamme. So, den aggroen wir, weil ich kämpfe nicht gerne auf einer Brücke mit schwarzen Rittern. Ja, komm her. Komm ruhig her. Au. Und ja, bei den schwarzen Rittern sollte man aufpassen. Die haben nämlich immer noch die grobe Kelle. Also diese Gegner darf man bis zum Schluss nicht unterschätzen. Grauer Brocken, sehr schön. Ja, wohl unter uns ist Baum. Und das Ding hier sieht so ähnlich aus wie der die Arena von Ulasiel, ist es aber nicht. Auf jeden Fall ist hier alles ziemlich verbrannt und kaputt. Und das da ist, soll übrigens ein Ofen sein. So, hier haben wir noch ein kleines Secret versteckt. Das heißt Secret, wenn man die Augen aufmacht, sieht man das Ding eigentlich ziemlich gut. Nämlich das Schwarzritter-Set. So. Gut. Wir können jetzt hier langsam reingehen. Können sogar hier reingucken. Da hinten brennt auf jeden Fall was. Aber wir können nicht wirklich viel sehen. Jedenfalls nicht von hier aus. Von hier aus auch nicht. Da ist eine Säule im Weg. Auf jeden Fall brennt da unten etwas in dem Ofen. Was Sinn macht. So. Noch zwei Ritter stehen vor uns. Einer mit einer Axt. Wow. Mit einem starken Schild. So, dann hauen wir dich mal so um. So geht's schneller. Der dürfte weiße Brocken droppen. Okay. Dann droppt der letzte mit der Helebarde. Mit der Glefe. Der Kumpel da rote Brocken. Ne, blaue. Wow. Schildhauen. Oh, Schildhauen ist nie gut. So. Tot. Blauer Brocken. Genau. Und hier ist die Wand mit dem Point of No Return. Das heißt, dahinter befindet sich der letzte Boss. Den werde ich aber erst angehen, wenn ich wie versprochen habe. Also erst einmal haben wir noch jede Menge Seelenbatterien hier, die ich vorher gerne benutzen möchte, um nochmal aufzusteigen, Lebenspunkte zu steigern. Und dann möchte ich noch euch zeigen, was man aus den Seelen machen kann. Okay. Deswegen gehe ich jetzt zurück zum Leuchtfeuer bzw. zum Herrschergefäß und fange an, graue Brocken hier offscreen zu sammeln, damit ich die nötigen Waffen auf plus 10 kriegen kann. Hier ist übrigens ein Feuer, mit dem ein Rufsymbol, mit dem ich Solaire beschwören kann. Das geht allerdings nur, weil ich ihn in Lost Izalith gerettet habe. Also, ich porte mich jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Und dann sehen wir uns gleich wieder.